Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meinen Seiten, ich fange diesmal drüben an, die Frau von Navo, so rum. Die Frau von Guten Navo. Tag, ja. Von meiner die Naruka, der Wanda. Hallo. Der Enno. Hallo. Und meiner einer. So, und keine Ahnung, was wir machen. Schäfchen, du erzählst. Wir gehen hier unten unsere Daten sammeln. Schicke eine Leuchtrakete. Ist nicht mehr weit. Jede Strecke, die länger als das Auto ist, ist weit genug, um zu fahren. Ja, okay. Oh Gott, da kenne ich aus dann meiner, mal den Weg. Ja, die ganze meiner Heimatstadt, alle die hat es wirklich so gemacht, die ganze Strecke im Auto. Ja. Ein bisschen rechts halten. Hier ist nichts mit halten. Das ist beim Wandfahren. Und hier ist es schon. Oh. Stopp. Rechts ist bei Wandfahren eh noch Standort. Wow. Wer hat denn den Regen bestellt hier? Ja? Ist auch gute Tarnung oder nie? Naja, nicht man hört, unsere Schritte nicht so. Oder ist ein Leutnant, den wir verhören können. Der ist da unten direkt, wenn ihr reinkommt und dann an dem. Was ist das? Gas? An dem Gastank? Genau, und da am Auto befindet er sich. War da noch kein Sichtkontakt? Ich habe aber Sichtkontakt genau zu 1. Geschützt hinter dem Tor links. Ja. Nummer 2 ist am Geschütz. Ich guck gerade, ob wir einen in der Garage haben. Gibt es auch. Ja, gibt es auf der Rückseite einen Eingang? Ich guck gerade, ich sneak hier vorne ein bisschen rum. Man kann durch das Tor ein bisschen gucken, aber viel sieht man hier auch nicht. Von hinten. Geht, glaube ich, aber nur wenn man rechts rum geht. Da ist es so ein bisschen offener. Also rechts rum? Ja. Okay. Ich bin direkt bei Enno. Okay. Euch dürfte keiner sehen. Uns am Eingang. Ja, wenn ihr rüberläuft, dann wird ihr nicht gesehen. Oh doch. Ich wurde gerade. Jetzt sehe ich auch den Commander. Sieht die 1 denn so weit? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das bezweifle ich, vor allem nicht bei dem Wetter. Im Gebäude oder hinten im Gebäude? Im Gebäude. Okay, dann kann die 3 vielleicht rausschauen, das sind Fenster in unsere Richtung. Wir könnten es natürlich sehr sicher machen und hier hinter dem Weg einfach den Graben entlang. Guck mal rüber zu kriechen. Wie wäre es, das nächste Mal Bescheid zu geben, dass auf den Dächern Scharfschützen stehen? Haben wir nicht gesehen. Ich nehme gerade mal den sicheren Weg. Kannst du ihn ausschalten, Reaper? Ja, ich weiß nur nicht, ob ich das mit einem Schuss machen kann oder ob ich ihn Silence ausschalten kann. Ich versuch's erstmal so. Also ich kann ihn auch von hier treffen, falls... Ja, aber dann fällt er vielleicht irgendwo hin. Das ist ein guter Einwand. Wann war? Bist du bei Enno? Ja, ich gehe den sicheren Weg. Ach so. Hinten über den Graben, dass man mich auf keinen Fall sehen kann. Also einerseits... Ja, er ist hinter dir die Straße. Also genau auf der Straße. Ja, hinter dem Schild entlang, dass man mich gar nicht sehen konnte. Wenn ihr der Mauer folgt, dann könnt ihr beim Wasserturm einerseits rein oder hinterm Wasserturm. Wenn ihr hinter dem Wasserturm reingeht, dann könnt ihr, glaube ich, die 3 durch die Tür erschießen. Okay, Moment. Genau, hier ist eine offene Stelle im Zaun. Wir treffen uns beim Rendezvous-Punkt. Ich glaube, da sind wir gerade, oder? Genau, 3 wäre in Sicht. Dann könnt ihr erschießen. Er liegt. Ich sehe auch den Sheriff. Der mit dem Cowboy-Hut? Richtig. I shot the sheriff. Bei dem Gastank. Der könnte uns höchstens verraten. Der stellt keine direkte Bedrohung dar. Der hat, glaube ich, keine Waffe. Okay. Ich sehe jetzt so auf Anhieb auch keinen, aber es könnte immer noch einer unterm Jackett sein. Aber ich könnte die 2 im Geschütz ausschalten. Nur wenn Enno und Vanva die 1 unter Feuer nehmen können. Müssen wir unsere Position anpassen. Ja, dann mach ich das. Ich gehe vor die Garage. Ich gehe hier hinter dieses Backsteinhaus, aber ich kann ihn auch nicht besser sehen. Eine Möglichkeit, die 1 ins Visier zu kriegen. Ja, ich sehe die 1, aber ich kann sie noch nicht treffen. Doch, ich kann die 1 treffen. Okay. Habt ihr auch den Cowboy-Hut irgendwie im Blick? Negativ.
Ich gleich wieder, wenn es. Ja, positiv, habe ich einen Blick. Okay, Enno, machst du dann den Cowboy-Hut? Vanva macht die 1 und Reaper die 2? Verstanden. Verstanden. Okay, okay, warte auf dann Zeichen. 3, 2, 1, jetzt. Erledigt. Sehr gut. Die 3 befindet sich im Haus. Okay, ich warte auf Enno. Okay, da ist er. Ich bin hinter dir. Wenn ihr da, was ich da geht? Mauer weiterschleicht, also da, wo ihr eben wart. Mhm. Wobei jetzt einfach die 3 kommen raus. Oh. Erledigen? Ja. Erschießen, ja. Okay. Sehr gut. Oh, das hätte aber schief gehen können, Freunde. Ja, ja, es war riskant. Naja, sie ist halt am Haus vorbeigefallen. Ich hätte halt gewartet, bis sie zu mir kommt. Weil auch dann hätte man sie verdeckt fallen lassen können. Ebenso. Wir haben aber sonst hier keinen, wenn ich das richtig sehe. Okay, das heißt Zugriff. Ich hör noch ein Radio. Ich habe den Sichtkontakt zum Sheriff verloren. Im Gefängnis ist auch keiner, der Sheriff ist tot. Oh. Na, aus was dem kriegen wir keine Informationen mehr. Das ist der Sheriff. Ja, toll, der ist tot. Wir hätten ihn doch jetzt verhören müssen. Nee, wir können ihn nicht verhören. Okay, das heißt hier nach Informationen suchen? Ja. Okay. Okay. Ich habe hier oben noch nichts gefunden. Okay, ich habe nochmal geguckt. Wir haben wirklich freies Gebiet. Okay. Narbe, könntest du uns das Fahrzeug dann bringen, falls du zu uns aufstehst im Gebiet? Ja. Danke. Hier ist nichts drin. War auch schon oben. Und jemand in den kleinen Hütten bei der Garage? Ich weiß nicht, welche kleinen Hütten du meinst. Guck lieber nochmal. Vergiss es, die sind abgeschlossen, da kommen wir nicht rein. Okay. Ich bin jetzt in der Garage, ich habe hier in der Garage was. Sieht doch Landkarten, gut aus. Okay. Ja, Landkarten sind immer gut. Scheinbar hat eine Journalistin namens Lupe Vera die vermissten Fälle in San Mateo recherchiert. Sie hat genug Staub aufgewirbelt, um auf der Liste des Kartells die nächste zu sein. Wir kennen ihre Position. Finden wir sie vor den Sicarios. Ich glaube, da haben wir ins Wespennest gestochen. Da haben wir ja was Gutes. Hm. Das ist auch, glaube ich, hier in der Nähe. Ja. Dann sollten wir uns darum kümmern. Okay, das klingt gut. Wieder ins Trockene hier. Ich stell die Heizung und die Sitzheizung an. Sitzheizung ist cool. Okay, dann bräuchte ich. Nach links. Okay, danke. Hast du da draußen schon plus 30 Grad? Bei dem Monsun, der hier drunter kommt, ist trotzdem. Was ist denn hier passiert? Im Stau. Naja, die wissen halt nicht, wie Achtung, die Kurve geht. Achtung, Uni, wann war? Was ist denn hinter mir? Es ist rechts, wann war? Ja, Moment. Das Navi hat mir widersprüchliche Informationen angegeben. Das stimmt nicht. Jetzt ist der Stau aufgelöst. Auf so wundersame Weise. Hey, ja, wow. Oh. Achtung, wir halten hier oben. Du kannst noch ein kleines Stück über die Kuppel gucken, aber ansonsten halten wir hier. Okay. Es dürfte hier so ein bisschen runter die ganzen Gebäude sein. Links, okay, das. Ah ja, da sind, das sieht man schon. Ja, wacht rum. Reaper, schaffst du es irgendwie links hoch zu klettern oder ist es zu steil? Ansonsten rechts hoch. Ja, rechts geht auf keinen Fall. Ich versuch's hier links. Ich melde mich, wenn ich das, in Position bin. Das meinte ich eigentlich mit rechts, okay. Ich lauf dir ein bisschen hinterher und setz mich hier oben auf die Klippe. Bis jetzt noch keinen Kontakt. Enno, ich vermute, du bist in dem verbrannten Dorf. Genau. Okay. Genau gesagt, am Ende des Dorfes hin zur gegnerischen Basis. Okay. Ja, noch ein bisschen Pfeiler gerade durch, wann war jetzt nach links? Da ist Enno. Ja, das jetzt ist rechts. Hier ja alles so ein bisschen. Ah ja, da sehe ich ihn. Sehr gut. Achtung, ich wurde gerade gesehen. Hier ist, befindet sich eine Person, die gleich von hinten links kommt bei dir. Also das andere links jetzt. Das ist an einer Treppe. Genau, die Person. Es ist
sehr gefährlich, die Person. Der ist, soweit ich sehen kann, alleine. Den könnt ihr ausschalten, wenn er euch nervt. Okay. Erledigt. Der ist weg. Die Arschlöcher haben einen Mörser. Wir haben hier einen Mörser. Da ist ein Scharfschütze auf dem Turm. Oh. Ja, der guckt zum Glück weg. Ich schau mal kurz, ob ich den Mörser mit ins Visier kriegen kann. Ich zähle 5. Die 1 und die 2 sind sehr dicht beieinander, also... Also ich hätte zumindest die 2 und die 1 teilweise im Visier, jedoch ziemlich weit Entfernung. Ich sehe gar nicht von meiner Position. Ihr könntet nach links ein bisschen, wenn ihr die Treppe runter und dann um das eine Gebäude noch rum, dann könnt ihr die vielleicht sehen. Ich bin oben auf einem Felsvorsprung, wahrscheinlich über der Treppe. Ja. Die 2 ich bin in Position, sehe mögliche Feinde und könnte sie ausschalten. Versuch mal meinen Sichtkontakt zu verbessern. Ich hab 1 im Visier, 2 ist hier in der Gebäuden verschwunden. Ja, 2 geht die Treppe leider runter, das wird erstmal nix. Scheiße! Wenn ihr 1 erwischen könnt, dann erschießt ihn. Ja, ist erledigt. Mörser ist down. Shit. Ich hab Sicht auf die 3, aber ich vermute, die wird gesehen, oder? Da ist wieder einer am Mörser. Er schießt ihn nicht mehr. Sehr gut. Mörser ist ausgeschaltet. Ich höre noch keinen Alarm. Alarm geschlagen, glaube ich, oder? Ich höre aber noch keinen. Nein, so. Bitte erlaubt es auf freies Feuer. Ja, freies Feuer. Da ist ein Auto gekommen. Reaper bei der 3. Kannst du das Auto in die Luft sprengen? Scheiße. Pack. Setze Drohne ein. Ich hau mir gerade mal kurz eure Position ein. Gegner vom Auto okay, sind alle seid ihr. Übersportet die Schüsse, das Auto ist nicht mehr bemannt. Kneiper im Turm. Achtung, da unten ist direkt einer. Geht's eben gut? Fuck. Oh, Moment, ich hab Reaper-Position gesehen, das ist kein Problem. Oh, ich werd gesehen. Schlecht. Ich kümmere mich sofort darum. Wenn's mir gleich noch gut geht zumindest. Aber... Ich glaube, ich habe den Sniper ausgeschalten. Banwa, bist du noch... Banwa, bist du noch bei Enno? Ich sehe ihn, aber er ist nicht direkt in meiner Nähe. Ich stehe aber unter Feuer. Der hat ausgeschalten. Haben wir noch weitere Feinde außer die... Ja, ich versuche so gut ich kann. Banwa, ich sehe dich. Ich habe nur gerade... Mist. Warte, ich werde zu dir kommen. Weg. So, ich warte oben an der Treppe. Er scheint sich zu nähern. Okay, ich bin bei dir, Enno. Wo hast du Wanwa? Der liegt hier vorne links auf einem Dach. Okay. Ich versuche dir Feuerschutz zu geben. Warte kurz. Okay. Bevor... Na komm, ich werd gesehen. Mist. Ich hab noch ein Tango. Verdammt. Ausgeschalten. Na komm, jetzt aber. Schaffst du schon. Okay, gut, danke. Okay, dann gib mir gerade mal Feuerschutz, dann. Ich weiß nämlich, wo Reaper ist. Okay, ich hab ihn, glaube ich, gerade gehört. Von wo? Von hinten aus dem Lager. Hab ihn. Umgelegt. Hier hinten Zivilisten, aber die sind erstmal geringer als Priorität. Das hat aber gedauert. Danke. Eine Medikamente, ah, ja. Das ist ziemlich schnell hektisch geworden. Ich bin hinter euch. Der Scharfschütze, der feindliche, der war ein bisschen doof. Ist jetzt ziemlich ruhig im Lager. Das sein, dass wir alle ausgeschalten haben? Wäre möglich. Nein, ich höre jemanden. Die Frage ist, was ist mit der Journalistin? Wir haben Leute im Gefängnis, das sind aber nur unsere Rebellenfreunde. Okay. Okay. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass sie auch hier irgendwo im Gefängnis sitzt. Wir könnten die Leute im Gefängnis freilassen. Ja.
So, das war ein Gefängnis. Beim gemauerten Sniper-Turm, da befindet sich ein anderes Gefängnis. Okay, ich bin unterwegs. Moment, ich guck mal von oben lieber rein, vorsichtig. Jetzt noch keine Gegner. Ach, da hinten, ja, da sehe ich nur ein Stück von. Wir haben anscheinend ja, keine Gegner mehr. So, Zivilisten sind befreit, beziehungsweise die Rebellen. Sehr gut. Ich hab doch gerade im Gebäude noch was gesehen. Ah, okay. Munition hier hinten, falls auch munitioniert werden muss. Also ich sehe hier Das erste Gefängnis, was wir hatten, da ist die Journalistin. Baum! Oh, ja, au. Was? Baum? Geht's dir gut? Baum, Dach, Betonmauer. Es sind nicht alle Personen ruhig. Ganz unten ist noch ein Straßenschutzpunkt. Da habe ich gerade zwei Personen hochlaufen sehen. Lasst mich hier raus, Mädel. Was hast du denn? Journalistin. Wir arbeiten mit Pakatari. Haben Sie irgendwelche Infos über die vermissten Personen? Da ist ein Rebellenunterschlupf in der Nähe. Alles, was ich über Los Desaparecidos habe, ist dort. Holen wir es uns. Mhm. Ey, wollen wir, holen uns mal eine Karre, damit wir die Alte hier aus dem Regen kriegen. Ja. Hier ist noch eine Armeria. Hier ist doch. Was hier was gibt. Was, naja, Schickes. Ja, mehr oder weniger. So Munition. Moment, ich fahre. Ja, bleib stehen. Warte, warte, warte. Vorsicht. Können wir sie in den Kofferraum packen? Ich bezweifle. Nein, die steigt freiwillig ein. Na dann, also mach ich mal den Kofferraum. Die ist aber okay, heute mal nicht mein Typ. Ja, geschehen, sonst verstehe ich wann nicht. Wenn du so gedämpft aus dem Kofferraum brüllst. nach links. Nicht nur San Mateo ist betroffen. Und nach rechts? In ganz Bolivien werden Menschen verschleppt, nicht nur vom Kartell. Okay. Die Unidad mischt auch mit. Einige Offiziere foltern und töten Unschuldige. Und dann schicken sie die Beweise hierhin zur Entsorgung. Santa Blanca tötet ständig Menschen und hinterlässt überall Leichen. Es interessiert keinen, wenn ein Sikario vom anderen Kartell spielt. Schafft der Auto das? Die töten der Auto, Polizisten? Ja. Schafft das Auto den Berg hoch? Ich weiß nicht, es hat noch kleinen Steuergang. Die Tüte Deutsch haben mich auch gehelft. Also die ganzen Priester, die ganzen Journalisten, die etwas Schlechtes über das Kartell sagen. Alle Studenten, Busfahrer, Waschfrauen. Alle, die gegen sie auch nur aussagen könnten. Das ist nicht nur der Drogenkrieg. Da vorne nach links. Oh, in der Tat. Vorne muss es da sein. Denn wenn die Bolivianer nur von einem Bruchteil der Morde erfuhren, die das Kartell und die Unidad begangen haben, käme es zum Aufstand. Die Rebellen erhielten großen Zulauf. Okay. Mann, vielleicht würde man sogar... Das Versteck ist gleich davor. Gut, zeigen Sie uns die Info über die Vermissten aus San Mateo. Wir müssen das beenden. Mhm. Was? Eine Sequenz. Man kann davon ausgehen, dass Los Desaparecidos, also die Vermissten, uns in Ruhe unterhalten. Ich habe Notizen über den Truck, der für den Leichentransport benutzt wird. Es heißt, er hat einen Fahrplan, wie die verdammte Scheißmüllabfuhr. Mehr nicht? Gibt's eine Route? Einen Zeitplan? Keine Einzelheiten. Oye, amigo, bis hierhin war es echt schon schwer genug. Der letzte Halt des Trucks war da, wo das Kartell die Leichen entsorgt. Mehr weiß ich nicht. Einmal aufmunitionieren. Super. Ich fotografiere mal, was hier so liegt, ne? Ah. Mach das. Alter, wo Jurist? Schäfchen, hat die irgendwelche Daten zugestimmt? Es gibt Dutzende Familien, Hunderte, ja, die wissen, was mit ihren Liebsten passiert ist. Sobald wir Antworten haben, können sie sie verbreiten. Adios und gracias. Gut, das war alles, was wir von ihr brauchten. Das war ja erstaunlich einfach. Ja, Glück gehabt, wa? Joa. Aber mit dem Ding eine Sprungschanze bauen können? Ja, das war das. Womit? Mit dem hier hin. Gut, ich denke, wir werden den Heli nehmen. Ich bezweifle, dass du die Ladefläche absenken kannst. Das wäre mit Sicherheit lustig. Naja, Postanz. Dann nicht verkehrt. Ich habe genug von den Dingern geflogen, ich krieg das hin. Oh nein, wir sitzen beide auf der linken Seite. Mann, du bist doch viel zu spät. Jetzt haben wir links gelastet.
Also für mich ist das irgendwie rechts, aber... Ja, dann rechts, mein Gott, rechts, ja, links. Wir haben heute alle unsere Orientierungslagistik. Naja, ich bin links, rechts, grün. Ein bisschen nach rechts. Was? Ja, das sieht gut aus. Ich streiche die letzten 10 Sekunden. Die Stadt direkt vor uns links oder noch etwas weiter rechts? Noch weiter. Also dahinter, hinter der Stadt. Und ein bisschen nach links wieder. Okay, dann sehe ich wahrscheinlich schon. Da unten sieht mir aber nicht nach einer Stadt aus. Das sieht mir eher nach einer Basis aus. Okay, aus der Entfernung kann ich das nicht so einfach sagen. Also unser Auftrag, wir sollen ein Gefängnis finden, wo Rebellen gefangen und verhört werden. Noch ein bisschen nach links jetzt. Es müsste links in den Bergen sein irgendwo. Sieht man das? Vielleicht noch höher oben auf dem Plateau. Ich steig mal ganz kurz. Hier von uns links. Ja. Ich würde. Wir könnten es provokant auf dem Hubschrauberlandeplatz versuchen. Ich glaube, das ist oben drauf, oder? Weil das hier ist zu weit rechts schon wieder. Bin mir unsicher. Ja, das müsste noch weiter links sein. Von unserer Blickrichtung aus. Oh, da sehe ich doch was. Oh. Ach, das ist okay. Genau hier. Oh. Drin. Okay, dann ist das hier rechts der Eingang. Oder vielleicht könnten wir auch versuchen, uns von oben oder bei dem Funkturm reinzubringen. Ich wollte gerade sagen, lass mich bitte hier oben raus. Na gut, aber wenn ich euch hier oben rauslasse, haben wir ein Problem mit dem Runterkommen bei den Klippen. Also ich kann runterspringen und fliegen, ich habe einen Fallschirm. Ja. Deswegen lass mich hier oben mal irgendwo raus, damit ich euch Feuerschutz geben kann von hier oben. Hier ist eigentlich nicht schlecht, denke ich. Also du wenn wir hier rechts von uns in die Schlucht, ich glaube da ist so die beste Eingangs... Dings. Eingangsstelle. Wir versuchen hier mal aufzudecken, wie es aussieht. Hauptsache, es endet dieser Größe entriegeln sich die Zellen bei Stromausfall wahrscheinlich automatisch. Also tot im Generator? Zuerst mal finden. Also los. Okay, ja, wir müssen den Generator ausschalten. Thomas, ich hab den Alarm. Da ist ein Scharfschütze. Genau der. Tango am Boden. Er schläft. Ich kümmere mich mal eben ums potenzielle Sniper, wenn ich sie sehe. Ich schau mal, ob ich noch irgendwo einen Alarm sehe. Möchtest du die Gefängnisanlage? Ganz wichtig ist, dass wir den Generator finden. Damit können wir die Zellen aufschließen. Die sind elektronisch gesichert. Okay, hier würde man auch runterkommen ohne große Gefahr, glaube ich. Alarm aus. Drittes Ziel. Okay, das sieht ganz schön verwinkelt alles aus. Also das wird ein richtiges Prison Break. Ja, die Schlucht hier ist ganz gut, die wir uns ausgesucht haben. Generator lokalisiert. Wo? Links unten. Das macht 5. Bei den kleineren Rohren. Ja, ich glaube, ich habe ihn auch. Ich glaube, auch, ja. Markiert ist. Auf der linken Seite befindet sich der Generator in der links Wand. Vom Alarmturm. Okay, wir könnten von oben da rein. Bei der 2? Nein, bei der 1. Genau, bei dem Gebäude hinter der 1. Ah, ich sehe. Bei dem Unterstand mit den militärischen Fahrzeugen. Quasi zwischen der 1 und der 2. Korrekt. Ist die Frage, wie wollen wir den Generator ausschalten? Ja, also man kann hier über die 1 vermutlich rein. Ich weiß nicht, meint ihr, ich kann das mit der EMP-Drohne einfach ausschalten? Es gibt eine Explosion, wenn du das Ding überlastest. Aber die wissen nicht, von wo wir kommen. No. Sie werden aber trotzdem Verstärkung anfunken und wer weiß, was sie da mit den Gefangenen machen. Okay, wann war dort ein Weg runtergefunden, richtig? Genau, also wenn man bei dem Sniper weiter links geht, sieht das hier aus, als könnte man über die Berge mit nur ein paar Schrammen runter. Okay, bei 3 oder wo meinst du? Ich sehe die drin. Nein. Ja, okay. Wann war die 3 ist ein Scharfschütze. Wann war es vorhin auf Höhe 1? Genau. Ach so.
Also ich weiß nicht, wie ich mich jetzt hier aufmerksam machen kann ohne eine Leuchtpistole. Sollte mal der Schirm aufgehen. Ich sehe euch beiden. Ich sehe. Unser Sniper geht fliegen. Das ist auch eine Idee, aber nur eine gute Sniper-Idee, glaube ich. Ja, also ihr solltet mir nicht hinterherkommen, glaube ich. Es sei denn, ihr könnt von hier aus einen Base-Jump hier runter machen. Das wäre auffällig. Ich denke auch, das wäre auffällig. Mich hat keiner gesehen. Reaper, bist du denn im Turm gleich zu finden, oder wo? Nein, ich bleib hier auf dem Plateau. Welches Plateau? Bei dem großen Funkturm. Bei dem großen Satellitengedönse hier, oder was das sein soll. Funkturm, was auch immer. Okay. Ich bleib hier drauf, hier ist schön. Hier sieht mich keiner und hier sehe ich alles. Ja. Gut. Enno, wann schafft ihr es weiter runter, ohne zu sterben, oder? Wir können es versuchen. Versuch mal hier, Enno, dass du zuerst versuchst, runter zu gehen. Im Zweifel gebe ich dir Knochenfrakturhilfe. Wo genau? Hier? Ja, ganz vorsichtig, immer eine Höhe zur anderen, immer an der Wand entlang. Also, theoretisch könnte man einen kleinen Basejump machen von da aus, wo ihr seid, direkt runter auf die Plattform. Ein bisschen eng hier. Wenn ihr mit dem Parachute versucht, dann haltet euch möglichst rechts, da wo der eine auf dem Holzturm war. Ich könnte auch versuchen, Parachuten unter die Rohre direkt, weil von da komme ich ohne Probleme runter. Okay, ich bin jetzt zumindest deutlich weiter unten. Kannst du irgendwie deine Position gerade für mich kenntlich machen? Ah, ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, ich sehe es gerade, ja. Ich drücke weiter vor, ich komme noch ein Stückchen weiter runter. Wie hoch ist das ab dir? Ich kann das dann nicht einschätzen. Oh Gott, wie hoch? Du springst doch aber auch gerne 20 Meter tief, ja? Ja. Ja, merkt man. Ich glaube, von da aus wird es ein bisschen schwieriger. Aber wenn du dich jetzt noch ein bisschen links weiter bewegst, Enno, dann kommt da quasi genau an der Ecke kommt noch so ein kleiner Vorsprung. Vielleicht ist der ganz angenehm. Also ich lauf mal Ennos Weg hinterher, weil der schien ja sicher zu sein. Muss ich mal einmal Seid vorsichtig, Leute, weil wenn ich Wärmebild anmache, sehe ich euch da vorne leuchten wie Weihnachtsbäume. Reaper, kannst du die 1 oder die 2 ausschalten? Die können Negativ, 1 hat Gesellschaft, aber ich habe beide im Blick. Ich mache mir Sorgen, dass die gleich zu euch hochgucken. Wobei über 1 steht auch noch einen unmarkierter auf der Treppe. Ich habe ein Problem, glaube ich. Welches Problem denn? Ich bin zu dick. Steckst du fest? Ja. Ich glaube schon. Wenn Enno versucht. Enno. Das kann doch jetzt nicht. Das ist nicht deren Ernst. Bist du denn? Ich sehe dich noch nicht mal. Ja, das ist. Ich bin schwer zu finden hier. Siehst du die 1? Positiv. Links etwas dahin, so auf einen Felsvorsprung. Da warst du doch vorhin irgendwie, oder? Sieht nach einer ungünstigen Stelle aus. Dass der hier nicht durch kann. Vielleicht kann Enno irgendwie zurück. Also ich sehe da hinten Enno-Leuchten an der Felswand. Ja, das ist... Bist du wieder in eine Ritze gerutscht? Naja. Ich glaube auch, dass ich hier nochmal hochkomme, also ich muss runter. Kannst du irgendwie auf meine Drohne treten und die als Räumerleiter benutzen? Ich schau mal kurz, vielleicht kann ich ja Hilfe geben. Genau. Mein Bestes gerade. Ich habe hier leider kein Pferd, mit dem ich rückwärts den Berg hoch könnte. Versucht euch mal gerade nicht an. Oh Gott. Was ist passiert? Meine Drohne kommt hier nicht mehr raus. Du hast echt eine enge Ritze gefunden. Das ist doch. Ist doch unfassbar. Kümmert euch nicht um mein Problem, ich finde eine Lösung. Warte, Enno, wo bist du? Nur noch selbe Position, links hinter der 1. Im Felsensprung. Du müsstest auf das große Plateau wieder. Von da aus noch ein Stück höher. Kommst du wieder hoch? Nicht an dieser Stelle. Okay. Negativ, das wird nicht mit hochkommen. Ich weiß halt auch nicht, wie wir
wann wir da rauskriegen. Oh. Ich glaube, irgendwann müssen wir uns. Ich glaube, ich habe gerade die Butter um meinen Hintern geschmiert. Das ist gut. Da bewegt sich ein Wannweiß sehen. Ich versuche mal, ihm den Weg zu leiten. Ja, jetzt. Ich bin links unter dir, versteckt auf einem Vorsprung. Ja, wie bist du denn bis zu dem Vorsprung gekommen? Warte, ich habe dich mit der Drohne im Visier. Leicht nach links am Rand des Felsvorsprungs vor. Ja, yes, richtig. Genau, ja. Und dann hast du unter dir einen Vorsprung. Ich sehe ihn. Ja, das okay, und dann bin ich. Klappen. Genau. Wow. Vorsicht, Vorsicht. Rutschig. Okay. Okay. Wir haben dort leider mit 3 und 1 und einer unmarkierten eine ziemliche Gruppe. Das sind 3 Personen, die könnten wir nicht simultan machen. Okay. Sei denn. Warum nicht? Ich bin doch auch hier. Unser Sniper kann 3 nehmen, wir nehmen die unter der Treppe. Ja, das würde gehen. Wenn wir bestätigt bekommen von Overwatch, dass da keine weiteren Personen sind. Also ich sehe momentan keinen. Okay. Aber ich gucke noch mal ins Haus. Danke. Ja, im Haus ist noch eine weitere Person. Okay, das ist ungünstig, dann abbrechen. Verdammt. Also die 1 und die 2, die sind da ja ein bisschen abgelenkt. Aber leider wird die 3, glaube ich, runterfallen, wenn wir den erschießen. Ja, vor allem werden die das hören. Wenn ich die treffe, dann der hinter der Holzwand, der Hauswand. Aber wenn im Gebäude noch jemand ist. Ja, der im Gebäude ist vor allem auf der gleichen Etage. Der steht mit dem Rücken zur 3. Nee, das ist zu gefährlich. Und unten hockt auch noch einer. Also das Gebäude ist wirklich voll besetzt. Okay, Enno und ich, wir könnten versuchen, halt hier noch weiter runterzukommen. Oh, Entschuldigung. Das könnte man überleben. Könnten wir. Wie sieht es bei Nummer 4 aus? In der Lagerhalle. Ich sehe die 4 durchs Fenster. Aber da ist noch eine zweite Person, die ich auch sehe. Weil da könnten wir versuchen, uns hier an der Felswand runter zu armarieren, zu begeben und die 4 und jegliche weitere Person dort erstmal auszuschalten, wenn das sicherer ist. Bei der 4 sind sie zu dritt. Okay. Nur zu dritt. Das könnte vielleicht was werden, wenn der Sniper auch rankommt. Also. Bei der 4 negativ und ich melde feindlichen Heli im Anflug. Okay. Ansonsten müssten. Ja? Wie kommt ihr am besten. Also kommt ihr von da aus, wo ihr seid, runter überhaupt? Oder sieht das eher schwierig aus? Ich muss kurz mit der Drohne schauen, weil ich sehe hier über den Festsprung nicht viel. Das ist. Setze Drohne ein. Warte mal, es könnte sein. Doch, ich würde. Es wird knapp an der einen Stelle der Felswand, aber ansonsten sehe ich keine Probleme. Ja, wenn du abrutscht, kann ich dich ja noch retten, so ist es nicht. Genau. Deswegen solltest du am besten vorgehen. Okay. Was noch der Kommando? Ein Airbag. Ja, bewegt euch fort. Also. Okay, dann hier vor. Okay, runter. Ich verfolge dich mit der Drohne. Die Stelle hier wird etwas. Ja. Boah, das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus und hier vorne hatte ich noch was gesehen. Genau, wenn zum du hier. Glück haben die Schuhe gutes Profil. Wenn du hier runterrutschst, das sollte gehen, aber. Okay, du kannst dich hier an der Felswand relativ gut festkrallen. Ja. Über den Weg kommst du runter. Okay, dann komme ich mal gerade zu deiner Position. Okay, ich bleibe noch kurz oben. Im schlimmsten Fall könntet ihr bis zum Heli gehen und dann erstmal auf dem Plateau euch sammeln. Okay, war diese enge Stelle besser im Stehen oder besser im Hocken? Ich glaube gehockt. Ich schau mal kurz welche Stelle. Die eine so enge. Kritisch war. Da bin ich vorsichtshalber gehockt. Okay. Gegangen. Oh. Das will er nicht so ganz. Okay. Okay, ich könnte gleich auf deinen Kopf landen, aber du hast ja einen Helm auf. So. Ja, okay. Okay. Geschafft. Dann hier bei mir vorne. Okay, wir sind unten. Ja. Gute Schuhe. Okay. Dann die Amaria ist auch frei übrigens. Irgendwas Interessantes in der Amaria? Nicht, dass ich mit der Drohne was hätte sehen können.
Nee, dann sind wir erstmal. Obwohl doch, eine Amaria ist etwas. Da ist eine Waffenkiste und Munition. Okay, sollten wir erst diesen Scheinwerfer ausschalten? Hauptsache man hört das Klirren nicht so. Ja, geht. Wenn aber wobei, stimmt schon, das dürfte hier in dem Tal ziemlich hallen. Ja, also. Das ist hier also ein riesiges Echo. Ich habe jetzt mal oben bei der 4 noch die anderen markiert, damit ihr wisst, wo die sind. Nett. Das ist gut. Wir sind zu dritt in dem Haus. Ich habe nicht genau gesehen, was es war. Ich glaube, entweder ein LMG oder eine. Ich muss die Musik mal gerade ausstellen. Okay, also du sagst, bei der Amaria wäre es sauber. Ja, bis auf die markierten Leute auf genau, dem Zaun. Genau. Die 2 guckt in eure Richtung, die 4 ist seitlich zu euch, mit der Schulter zu euch und die 1 ist mit dem Rücken zu euch. Ja, bis auf die 2 habe ich hier alle in Sicht. Ich habe die 2 möglicherweise in Sicht und die 1. Ich niemanden von denen, die sind alle unter mir. Okay, Enno, ich versuche mal hier auf die kurze Seite des Hauses zu kommen. Vielleicht kann ich von da mehr. Ich würde meine Position auch eventuell anpassen. Ja, wenn ihr da hinten steht, dann wäre das, glaube ich, ganz gut, weil da habt ihr weniger. Ja, Leute, vor allem kann man da alleine 2 Personen, nämlich die 1 und 4, ausschalten. Also die 1 und 4 sind ohne Probleme alleine ausschaltbar. Oh, ich habe eine gute Position an einem offenen Fenster. Ich hätte alle im Visier. Okay, wenn das ist schon mal gut. Die Genehmigung bekomme, kannst du die 2, ich die 1 hier machen. Okay. Ich die 2, du die 1. Schafft ihr die 4 dann auch noch? Ja, das ist, die sind in einer Linie bei mir. Okay. Wenn ihr bereit seid, dann 3, 2, 1, jetzt. Sehr gut. Okay, das war gut. Ja, seid vorsichtig beim nächsten Schießen. Ihr habt sehr viele Querschläger gehabt. Okay. Das ist natürlich nicht so gut, aber danke für die Information. Okay, die 1 befindet sich, soweit ich sehen kann, alleine. Die kann Reaper ausschalten. Erledigt. Ihr habt ein bisschen Dunkelheit. Oh, die haben irgendwas gesehen. Gesehen oder gehört? Ein bisschen Dunkelheit. Ich mach den Jungs da unten das Licht aus. Das ist nicht so gut, die sind nervös geworden. Du machst doch rechts von uns ein Geschütz mit Mann. Wer ist denn nervös geworden? Die da unter der Treppe saßen und so. Geschütz ist down. Ah, okay, die ehemalige 1-2, glaube ich. Ja, ich habe sie jetzt wieder markiert. Einer war noch mit aus dem Haus gekommen. Okay. Also wir haben in dem Gebäude noch 2 oder 3 unmarkierte. Und ansonsten eben 1, 2, 3. Welches Gebäude? Soll ich das vorne bei 1, 2, 3? Ja. Okay. War noch andere Frage. Rechts von uns die große Halle auf dem erhöhten Plateau. Dort aus? Das ist das Gefängnis, ne? Das Gefängnis, ja, okay. Das sind alles Zellen. Unten so wie oben. Merkwürdigerweise nicht bewacht. Ja, die verlassen sich, glaube ich, einfach nur auf die elektronische Sicherung. Okay. Die schalten wir jetzt gleich aus. Ich meine, ja. Das hier ist das beste Gefängnis, was ich je gesehen habe. Also, wenn ihr nicht in Blickreichweite von 3 seid, dann könnt ihr vorrücken. Ich hätte 3 im Visier. Ja, nicht erschießen. Okay. Vorrücken bis wohin? Vorschlag vor uns rechts auf dem Dach? Oder nach unten? Ich bin damit einverstanden. Die Frage ist, was sagt Watch?
Also ihr solltet versuchen, da auf den Boden zu kommen, also auf Höhe von 1 und 2. Das wäre so unser Ziel, aber ihr könnt erstmal vor euch auf das Dach und vorsichtig runter, aber passt mit der 3 auf, die guckt in die Richtung. Okay. Oh ja, das ist sehr gefährlich, da ist das Dach, glaube ich, keine gute Idee. Nein, dann nehmen wir das Dach lieber nicht, auch wenn da etwas Deckung ist. Aber wenn 3 in die Richtung guckt, dann ist auch auf den Boden zu gehen nicht gut. Nee, am besten schafft ihr es irgendwie hinter das Haus zu kommen, also... Hier ist noch irgendwas, da guckt er auch nicht direkt hin. Auf die Seite quasi, wo das Geschützturm-Gedöns war. Ich schau kurz. Weil dann können wir vielleicht weiträumig um die 3 und so weiter rumgehen. Bin beim Geschütz, aber sieht momentan noch nichts ein. Kommt man da nicht rum? Keine Treppe auf Seite des Geschützes. Nur das Dach und dort dann die Treppen im Gebäude. Kannst du über den Block darüber klettern neben dem Geschützturm? Weil da unter ist so ein kleines Blechhütchen, da könnte man vielleicht... Kannst du da aufs das Dach und dann runter? Ja, doch, das dann ist sieht gut. Die 3 dich nicht. Okay, ich habe ihn gerade gesehen, das heißt, ich komme hinterher. Okay. Gut. Da vorne haben sie die Leute öffentlich gehängt. Ich wollte gerade sagen, stehen da Leute oder hängen da Leute? Die hängen und dahinter noch große, große die hängen Lautsprecher. Ab. Die haben das gefeiert. Das Messer dabei. Tu die armen Schweine mal abschneiden. Das ist ganz schön schwierig jetzt bei der 2. Da befinden sich 1, 2, 3, 4, 7 oder 8 Personen. Die haben alle Blick auf den Generator. Es wird ganz schön schwierig, daran zu kommen. Verrückte Idee. Versuchen wir die Gruppe bei 3 und 1 auszuschalten und dann nutze ich meine Sprengdrohne für die Gruppe vorne. Wenn das die letzten waren. Naja, dann hätten wir den Generator auch sprengen können. Ich weiß es nicht. Muss die Chefin entscheiden. Also ich denke, das wäre eine gute Option, weil wir halt so viele Feinde wie möglich wegräumen müssen, weil das Chaos, das danach entsteht, halt sonst kritisch wird. Also die Sprengung wäre schon eine gute Idee, aber du hast recht, wir sollten uns erst um 1 und 3 und die ganzen im Haus kümmern. Ja, das denke ich auch. Sonst könnte man, ich weiß nicht, wie ungedeckt man an das Haus mit der 2 kommt, das einfach mit C4 eindecken, während die halt machen, was sie machen. Du bist wieder der richtige Sprengmane hier, ne? Nicht Pyromane, sondern Sprengmane. Ja, ich gucke mal ab, was er noch so macht. Außerdem haben wir doch in den letzten Einsätzen gesehen, dass du nicht so guten Wurfarm hast. Ja. Bisschen trainieren. Oh, sie bewegen sich. Oh, okay. Ich sehe die Gruppe. Wir sollten einsetzen. Ja, jetzt müssen wir leider erstmal gucken, wo die hinlaufen. Ich wäre halt bereit für Dauerfeuer, also so ist es nicht. Negativ, okay. Dann wird Alarm geschlagen. Die 1 kommt auf euch zu, glaube ich. Oh, oh. Dann noch eine unmarkierte. Ziel, erstmal, wo sie lang geht. Wenn die 1 zu euch kommen, noch ein Stückchen, dann könnt ihr den abschießen. Noch ein Stück. Oh, ich hoffe, den Nisa hat keiner gehört. Ich hoffe auch nicht. Entschuldigung, ich hoffe auch. So, 1 erschießen. Ja. Hab ihn, er ist tot. Achtung, da kommt ein Auto. Da ist eine Person. Das Auto kommt, das wird die Leiche sehen, oder? Ich habe Sicht auf die Person mit dem Auto. Positiv? Negativ? Nee, sie geht weiter, ist alles gut. Da hat die Leiche nicht bemerkt. Fuck, Träume. Zum Glück. Puh. Irgendwo hat man mich hier auch gerade gesehen. Was ist mit der 3? 3 nicht erschießen. Die Markierung von der 2 nicht mehr weg. Also wir haben jetzt da in dem Haus noch welche. Bei der 3 sind auch noch zu viele im Haus. Ist alles problematisch. Die 4 sieht mir alleine aus, wie die gerade diese Treppe hochgeht. Ein weiteres Fahrzeug nähert sich. Positiv. Ja, versucht ein bisschen zurückzukommen. Die Autos halten da irgendwie alle. Ja, es wird auch wieder hell hier. Die Leute kommen gerade zu. Ja, hell heißt auch, dass die Leiche besser sehen können.
Ja, der hat die gerade schon nicht gesehen. Es ist schon relativ hell. Ja, jetzt haben sie die leider bemerkt. Oh nein. Mist. Aber uns noch nicht. Das ist noch unser Vorteil. Ja, okay. Zieht euch weiter zurück. Ja. Landen. Am besten hoch da, wo die eben zu dritt gesessen haben. In das Gebäude. Kurze Frage. Die 4 ist immer noch für mich alleine. Ich hätte Sicht auf die. Die 4 meinst du? Ja. Ja. Könnt ihr erschießen. Okay. Einer weniger. Der eine, der noch da war, der ist da im Haus geblieben. Die jetzige 4. Eins kommt in unsere Richtung. Ja. Der hat noch einen hinter sich. Erschießen. Okay, ich. Eins ist erschossen. Ja, der andere hat es mitgekriegt, hat aber eure Position noch nicht mitgekriegt. Ich habe leider keinen Sichtkontakt. Sollte der um die Ecke kommen, dann erschießen. Ja, er kommt. Das war ein Glücksheadshot. Habe ich leicht verzogen. Dann noch und genau, nochmal die 1, genau. Reaper, behältst du die andere Seite ein bisschen im Blick? Sucht hin. Die 1 läuft immer noch, Leute. Ja. Ja. Nicht mehr. Man war, ich versuche hier hinten den Aufgang zu bewachen. Neuer 1 kommt. Neuer 1. Okay, ich gehe mal an dieses Geschütz. Also ich schieße nicht mit dem Geschütz, aber von da kann ich die früher abschießen. Okay, kann ich. Oh, das war knapp. Naja, gut, auch nicht. Wirklich. Wieder eine neue 1. Also wenn die so weitermachen, dann klappt das ganz gut. Ach, die rennen uns wie die Lemminge in die Falle. Zum Glück. Weil wenn sie Lemminge wären, würden sie hier ja die Klippe runterfallen. Der hat einen schönen Sprung zur Seite gemacht. Na, ich glaube, das war's erstmal. Das waren, glaube ich, die da zu 8 gesessen haben. Bei der 4 ist eine weitere Person. Oh Gott. Verdammt, von hinten kam einer. Von wo? Der ist bei der Amaria. Ja. Wanba, wo bist du? Ich bin dabei, Enno zu holen. Okay. Ich höre einen Alarm. Okay, ich habe Enno. Ich habe Enno. Wahrscheinlich noch nicht. Anscheinend gab es zu viele Alarme. Okay, das wird jetzt. Jetzt wird's brenzlig. Holt euch den Generator. Jetzt. Generator ist aus. Die Zellen sollten offen sein. Reden wir mit einem der Gefangenen. Na toll. Hinweise zu den Verschwundenen. Gut, werde wieder gesehen. Bonner dürfen wir nicht raus. Da sind wir offen. Haltet euch kurz bedeckt, meine Drohne ist gerade weg. Drohne ist wieder da. Okay. Ist ja noch richtiger Krieg da unten. Ja, die Zellen sind aufgegangen durch den Generator. Die Rebellen schießen jetzt auf die anderen. Das ist gut. Sobald jetzt ein Heli aufkreuzt, fällt er vom wie Stein vom Himmel. Also seid vorsichtig da unten. Wir müssen mit dem Anführer der Rebellen reden. Das ist ganz wichtig. Enno, der ist unter dir irgendwo zwischen den ganzen Leuten. Wo ist denn Enno? Bin hinter dir, Mamba. Ach da, okay. Wir sollten erstmal voll Unterstützung geben, dass wir hier halbwegs Ruhe bekommen. Ja. Ich höre einen Helikopter. Ja, das sieht schon dran. Okay. Danke. Muss noch irgendwo anders sein. Ja, das war's wohl schon. Das glaube ich nicht. Da ist noch einer bei den Autos, bei dem Unterstand. Granate kommt, komme mierda, culeros. Okay, der Anführer ist, soweit ich das sehen kann, ein Stückchen weiter da, wo wir die Einsen die ganze Zeit hatten. Beim Gefängnis dann. Ja. Aber es scheint unten da zu sein. Vielleicht einer von den beiden, die bei dir da sind, oder nur? Mit dem einen konnte ich nicht sprechen. Hey, lauf nicht weg! Ne, mit dem anderen kann ich auch nicht sprechen. Okay. Negativ ja auch nicht. Oder sind die vielleicht oben? Das ist ganz schwer zu sehen, ob da. Ja, ich gehe mal nach oben ins Gefängnis. Hier ist alles frei, alle freigekommen. Ich hoffe, dass da keine dabei waren, die hätten besser im Gefängnis bleiben sollen. Sieht alles nach Rebellen aus. Davon abgesehen, die Leute, die Santa Blanca ins Gefängnis steckt, die sind unsere Freunde. Ich glaube in jedem Fall. Das stimmt auch wieder.
Hier ist ja noch eine richtige Höhle. Also, was auch immer ihr macht, ne, sagt Bescheid, ich leg mich hin. Mach das. Ja. Bis jetzt haben wir noch keine. Ihr kennt es auch nicht weiter hoch. Ja, ich. Kommst du da runter? Nö, hier oben liegt sich bequem. Beweg deinen Arsch. Ist ja gut. Ich glaube, da wurde gerade der Sold gestrichen. Bei dem, was ich beim letzten Mal mitgenommen habe, brauche ich da keinen Sold mehr. Der befindet sich, glaube ich, oben auf dem. Reißleine ziehen! Hui! Aber. Ach, da. Ihr kommt nicht weiter hoch, hier gibt's keine weiteren Treppen. Ihr müsstet. Hey, da schießt einer auf mich! Was? Wenn ihr auf das Gefängnis unten guckt, dann links, da ist noch so ein Gebäude, wo die Treppen halt hochgehen. Da müsst ihr, glaube ich, hoch und dann oben auf das Plateau, da sind ja auch noch Zellen. So. Ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Habt ihr die Waffenkiste aus der Amaria? Ja. Ja, die haben wir. Okay, dann bewegen Reaper und ich uns auch mal dahin. Hab das Motorrad. Ich bin an der Treppe hoch zum Plateau. Also so. Erstmal noch ein paar Vorräte. Mir ist bewusst, dass das eine Treppe ist. Wir setzen und kein... eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Kein Motorradweg, ja? Alles ist ein Motorradweg. Ja. Okay, irgendwie komme ich da mal trotzdem schlecht darum. Okay, ich habe gerade noch einen besseren Weg gefunden, den hätten wir auch nehmen können. Hinterher ist man immer schlauer. Also dieses Lager ist schlecht durchdacht. Ja, das ist wohl wahr. Ich befinde mich jetzt am Gefängniskomplex. Anschneiden, Leute. Ja, noch niemanden gesehen. Was soll das denn? Keine Ahnung. Lang aber nach eigentlich konfiszierten Sprengstoffen. Also, ich weiß nicht. Ripper, hast du die Waffe? Ja. Gut. Eigentlich haben sie den ganz oben eingesperrt gehabt. Ich habe eine verrückte Idee. Hm. Ich mach das, ich fliege. Hier unten läuft einer rum, mit dem man reden kann. Hey, Sie müssen mir hier mal helfen. Ja. Wir wollten herausfinden, was mit den Leuten passiert, die in San Mateo verschwinden. Was ihnen passiert ist, El Pusarello. Ein Topfmacher? Was macht er mit den Leichen? Wo sind sie? Er stopft die Leichen einfach in Ölfässer und dann übergießt er sie mit Lechia. Wie sagt man bei Ihnen? Lauge, Natronlauge. Jetzt haben wir einen Namen. Wir brauchen mehr über El Pozolero und wie wir ihn schnappen können. Er ist der Einzige, der weiß, wo die Überreste zu finden sind. Nomad, ich habe mir die Akten angesehen, die Sie aus Rosario beschafft haben. Da steht nichts über vermisste Personen. Irgendwas über El Pozolero? Wir haben eine Beschreibung des Trucks, der die Lieferungen macht, aber nichts über die Route oder Zeitplan. Es ist so, als ob der Wagen durchs Land fährt und jeder, der einsteigt, verschwindet. Das ist erklärbar. Hier in den Akten sind die Informationen über die Route des Trucks. Ich schicke sie Ihnen. Schnappen Sie sich den Fahrer und finden Sie sein Endziel heraus. Dort dürften die Überreste sein. Klar. Aber ich glaube, wir müssen die Speicherkarten wechseln, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wäre angebracht. Also meine sagt schon, oioioi, die brennt. Ja, ein wenig. Also, dementsprechend sagen wir dann mal mit diesem schönen Ausblick auf ein paar hängende Leute, deren die Köpfe zu lang werden, die Hälse zu lang werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lasst ein Like da und tschüss. Tschüss. Ciao.